Wie wird eigentlich der Trierische Volksfreund gemacht? Wie kommt der Text auf die Seite und wie die Bilder? Wo kommen die Geschichten her? Die Klasse 4 von der Grundschule Olewig wollte es wissen und hat das Medienhaus besucht. Die Schüler nehmen in diesem Jahr am TV-Mini-Klasse-Projekt teil. Lesen, recherchieren, schreiben. Das sind die Ziele des Projekts. Und dazu gehört eben auch ein Besuch beim Volksfreund. Wie die Redaktion arbeitet, erklärte Redakteur Rainer Neubert den Schülern. In der Redaktion wird ganz viel am Computer gearbeitet. Dort entstehen auch die Zeitungsseiten. Ob Texte oder Bilder, am Rechner wird alles zusammengestellt. Das galt es gleich mal auszuprobieren. Aus einer Vielzahl an Bildern suchten sich die Schüler Fußballspieler Miroslav Klose aus und sahen, wie sein Bild auf der Seite erscheint. Nicht nur die Zeitung von morgen ist in der Redaktion zu finden, auch die von gestern. Sämtliche Artikel werden nämlich gesammelt. So ließ sich prüfen, die Grundschule Olewig hat auch schon in der Zeitung gestanden. Denn über eine Zirkusvorstellung im Sommer wurde geschrieben. Zum Trierischen Volksfreund gehört aber schon lange nicht mehr nur die gedruckte Zeitung. Den Volksfreund gibt es auch im Internet. Das ist der Bereich online, volksfreund.de, wo ihr auch das Video dann nachgucken könnt. Ja, das passiert hier. Da werden aktuell wird da eine Nachrichtensendung gemacht. Das ist jeden Morgen, ist auch Hörnachrichten. Also könnt ihr jeden Morgen im Grunde oder am Mittag auf volksfreund.de auch schon mal Nachrichten hören, was ist in der Region passiert an Wichtigem. Das alles erfuhren die Schüler in der Redaktion. Im Anschluss zogen sie weiter ins Druckhaus. Infos zum Klasseprojekt gibt es auf www.volksfreund.de/klasse.